Und meistens wird auch das zu 99%, was sie sagen, im Geheimen, zu ihrer Realität. Das heißt, wenn ihr was anderes wollt im Leben als bisher, müsst ihr auch was anderes tun als bisher. Das heißt auch. Zuerst vom Morgens. Es ist sehr kalt. Was für eine Kälte. Aber was für ein Sternenhimmel. Ja. Kleine Biker-Tour. Let's go! Eine Pause, Wasser, trinken. Ich habe den Apfel vergessen. Naja, wer kein Kopf hat, der hat auch keinen Apfel. Ja, yeah. Mir fällt da eine Geschichte ein. Und die geht so. Ein Mann ist auf der Straße und dann läuft ihm ein anderer über den Weg. Und der sagt ihm dann, hey, du bist der Beste, du bist der Größte, du bist der Stärkste, du bist der Geilste. Doch wenn er allein ist, nicht in seiner Gegenwart, im Geheimen, sagt er dann, der Typ ist ein Spasti, ist ein Arschloch, ist scheiße, der kann nichts. Und was sie tatsächlich über dich denken, stimmt meistens zu 99%. Was sie sagen, wenn sie im Geheimen sind. Und so ist es auch bei den meisten Menschen. Die meisten Menschen, wenn sie in der Gegenwart sind von anderen, sagen dann, ja, ich bin der Beste, ich bin der Beste, ich bin der Geilste. Ja, ja, ich kann das, Mann. Ich schaff das, kein Problem. Doch wenn sie dann alleine sind, im Geheimen, dann heißt es plötzlich was anderes. Dann heißt es plötzlich, ich schaffe das nicht. Ich werde das nie schaffen. Ich werde nie reich. Ich bin scheiße. Und meistens wird auch das zu 99%, was sie sagen, im Geheimen, zu ihrer Realität. Das heißt, wenn ihr was anderes wollt im Leben als bisher, müsst ihr auch was anderes tun als bisher. Das heißt auch die Denkweise. Wenn ihr im Geheimen seid, alleine, dann sagt nicht, ich schaffe das nicht, ich werde das nicht schaffen. Ich habe keine Chance.
ich bin scheiße. Nein, sag dann, ich schaff das. Es ist möglich. Ich kann das. I can. I make this. Und das ist der große Unterschied zwischen Versager. Ich kann das. Ich schaff das. Es ist möglich. Und das ist der große Unterschied zwischen einem Gewinner und einem Versager. Die Denkweise, Leute. Fertig. Jetzt esse ich hier ein Thunfisch-Sandwich. Hier einen grünen Smoothie. Man sieht es nicht gut. Oder man kennt es nicht gut. Aber er ist grün. Schaut mal. Ein grüner Eiweiß-Smoothie. Ja. Yeah. Wollt ihr das Rezept? Ja? Schreibt es in den Kommentaren. Hier habe ich noch Eis auf dem Muskel. Ich habe seit ein paar Tagen ein bisschen Schmerzen hier und dadurch, dass ich heute gut Velo gefahren bin, versuche ich so mit dem Eis den Muskel möglichst schnell wieder zu regenerieren. Ja, man, jetzt esse ich, habe brutal Hunger. Courage enough to speak.